Guten Abend, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem ersten Chat-Event im 2011 zum Thema Mein Outing und mein Umfeld. Wir haben gedacht, so kurz nach den Feiertagen bietet sich das Thema ja an, denn wir waren wahrscheinlich die meisten von uns mit Familie oder Freunden oder Wahlfamilie zusammen. Und das Outing ist ja nicht nur ein Thema kurz nach der Diagnose, sondern für viele bleibt es relativ lange oder vielleicht sogar das ganze Leben lang ein Thema. Wem sage ich denn, dass ich infiziert bin? Sage ich es überhaupt jemandem? Wie sage ich es, wenn ich jemanden begegne, den ich mag, den ich begehre? Und wenn ich es denn gesagt habe, wie sieht es aus mit dem weiteren Umfeld? Also das heißt, ich finde da die Fragen zum Beispiel sehr spannend, wenn ein Paar, einer positiv oder eine positiv und der andere oder die andere nicht HIV-positiv, wie kommen die ins Gespräch, wenn es darum geht, zu entscheiden, wer aus dem Umfeld darf erfahren, dass jemand von den beiden HIV-positiv ist oder nicht? Welche Familiengeheimnisse gibt es da? Wie wird damit umgegangen? Beziehungsweise eben, wer hat die letztendliche Entscheidungskraft? Ich habe in Bielefeld an einem Kongress eine interessante Erfahrung gemacht mit einem Paar. Da war der Mann war positiv und die Frau negativ und die Frau hat sich das erste Mal getraut, sich zu beschweren, dass ihr Mann versteckt lebt mit HIV, weil sie würde sehr gerne offen darüber sprechen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich das sonst meistens nur von positiver Seite weiß, dass die lieber offen leben würden als ihre negativen Partner. Ich bin gespannt, was ihr für Erfahrungen habt, wie ihr damit umgeht, und ich freue mich auf ein Regenchat-Event.